Corona und die Wirtschaft in Marokko. Wie fast überall auf der Welt hat das Coronavirus auch Marokko erfasst. Im nordafrikanischen Land ist die Produktion seitdem stark eingeschränkt, Behörden und Geschäfte sind geschlossen, der Tourismus ist zum Erliegen gekommen. Welche Folgen hat das für die Unternehmen und die marokkanische Wirtschaft? Darüber sprechen wir heute mit Andreas Wenzel, er ist Geschäftsführer der Deutschen Auslandshandelskammer in Marokko, in unserem wöchentlichen Podcast Corona und die Wirtschaft in Marokko. Hallo Herr Wenzel. Ich grüße Sie, Herr Jekant. Herr Wenzel, vielleicht können Sie einen kurzen Überblick geben, wie ist die Corona-Lage derzeit im Land und in der Wirtschaft? Marokko hat sehr früh und sehr gut organisiert drastische Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus ergriffen. Der erste Fall wurde hier am 2. März bekannt. Bereits zum 15. März wurden die internationalen Grenzen geschlossen, die Flug- und Fährverbindungen eingestellt. Dies gilt weiter, vorerst befristet bis zum 31. Mai. Dann zum 19. Mai wurde hier eine Ausgangssperre eingesetzt. Das heißt, die Mobilität von Personen ist seitdem stark eingeschränkt. Es gilt eine allgemeine nächtliche Ausgangssperre zwischen 19 Uhr am Abend und 5 Uhr am Morgen. Aber auch tagsüber können Sie nur mit behördlicher Genehmigung Einkäufe des täglichen Bedarfs erledigen, den Arztbesuch oder den Apothekenbesuch wahrnehmen und, so erforderlich, mit gesonderter zusätzlicher Bescheinigung des Arbeitgebers auch die Arbeitsstätte aufsuchen. Bei all diesen behördlich genehmigten Aufenthalten in der Öffentlichkeit ist das Tragen einer Schutzmaske Pflicht. Diese Ausgangsbeschränkungen und das Tragen der Schutzmaske wird auch entsprechend kontrolliert und Verstöße werden sanktioniert. Vorerst gelten diese Einschränkungen bis zum 20. Mai. Wir erwarten, dass das Kabinett der marokkanischen Regierung am 18. Mai sitzen wird und dort entscheidet und dann auch kommuniziert, wie es weitergehen wird nach dem 20. Mai. Zu erwarten ist, dass Marokko an seinem strikten Kurs festhält, dass es, wenn dann nur, graduelle Erleichterungen geben wird und dass wir hier noch eine gewisse Zeit warten müssen, bis es in eine gewisse Normalität zurückgeht. Der marokkanischen Regierung ist es aber mit diesem harten Kurs durchaus gelungen, die Infektionszahlen im Vergleich relativ niedrig zu halten und insbesondere die Sterblichkeit. Aktuell haben wir ungefähr 180 Todesfälle zu beklagen, sehr niedrig zu halten, auch mit Blick auf die Gesamtbevölkerung von doch 35 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund versammelt sich hier das ganze Land, gut organisiert und sehr diszipliniert, hinter dem Motto Tous mobilisés contre le coronavirus, also alle gemeinsam gegen das Coronavirus, und sieht sich durchaus auch international im Vergleich an vorderster Stelle im erfolgreichen Kampf gegen Covid-19. Dennoch können wir ja vermuten, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass dann die Auswirkungen auf Industrie, Handel und Dienstleistungen relativ gravierend sind. Ja, selbstverständlich. Die Auswirkungen auf die Wirtschaftssektoren hier im Land sind gravierend. Wir haben glücklicherweise die Situation, dass der Warenverkehr, auch der internationale Warenverkehr, hier ist insbesondere der Hafen Tangier Med zu nennen, weiter ohne Einschränkungen funktioniert. Das heißt, wir haben keine Versorgungsengpässe mit Blick auf die Versorgung mit Nahrungsmitteln der Bevölkerung, gerade jetzt hier auch im Ramadan ein sehr wichtiges Thema. Wir haben natürlich Unterbrechungen von Liefer- und Logistikketten, insbesondere für Industrien, die international eingebunden sind oder die eine große Bedeutung haben für den europäischen Markt, plus der Tourismus. Der Tourismus leidet als Sektor hier natürlich am stärksten, weil er komplett zum Erliegen gekommen ist. Das marokkanische Tourismusministerium erwartet einen Umsatzverlust allein aus dem Tourismussektor für dieses Jahr von ca. 5 Milliarden US-Dollar. Aktuell spricht man davon, dass man die Sommersaison bereits aufgegeben hat und dass man hofft, dass es ab 1. Oktober vielleicht eine gewisse Rückkehr zu einer touristischen Normalität geben würde. Darüber hinaus stark betroffen sind die beiden für das Land sehr wichtigen Sektoren Automobil und Aeronautik. Beide Sektoren mit einem hohen Anteil internationaler Einbindung in Wertschöpfungs- und Logistikketten. Die gute Nachricht ist hier, dass die Automobilkonzerne
PSA und Renault und damit auch viele deutsche Zulieferer bereits ab dem 6. Mai auf Grundlage mit der Regierung vereinbarter Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen mit einem graduellen Neustart begonnen hat. Also hier sehen wir so ein Stück weit schon Licht am Ende des Tunnels. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, dass über diese ja, regulären Wirtschaftssektoren hinaus natürlich für die soziale Stabilität des Landes, insbesondere der informelle Sektor, also all die Menschen, die angewiesen sind auf die Straße zum Leben und Überleben, sehr schwer getroffen sind. Die marokkanische Regierung versucht deswegen nicht nur, Hilfspakete und Unterstützungsmaßnahmen für die formelle marokkanische Wirtschaft zu schnüren, sondern insbesondere auch Angebote zu schaffen, welches den informellen Sektor, welche die Tageslöhner kompensiert für die Verlustausfälle in der Zeit der Corona-Krise. Aber all dies lässt die Regierung ihren strikten Kurs gegen die Corona-Krise nicht mindern, sondern die Regierung versucht hier weiter ganz konsequent im Kampf gegen Corona vorzugehen und das ganze Land hinter sich zu vereinen. Das funktioniert meiner Einschätzung nach noch mit relativ hohem Organisationsgrad und hoher Disziplin auch auf Seiten der Bevölkerung sehr gut. Sie haben die Hilfsmaßnahmen angesprochen. Wie kommen die denn bei den Unternehmen an? Sind die zufrieden oder muss da noch mehr passieren? Im internationalen Vergleich, gerade auch wenn ich jetzt mal hier Afrika und Entwicklungs- und Schwellenländer mir anschaue, ist der Notfallplan, den die marokkanische Regierung erstellt hat, doch recht umfangreich. Auf der einen Seite wurde ein Sonderfonds zur Bekämpfung der Krise neu aufgelegt, der aktuell mit ungefähr 3,5 Milliarden Euro recht gut gefüllt ist. Ein gemeinsamer Wirtschaftsausschuss von Staat und Wirtschaft, hier ist eben auch der marokkanische Industrieverband CGÖM eingebunden und indirekt über unsere Verbindungen und Gespräche auch wir, bestimmt über die Verwendung dieses Sonderfonds und welche Maßnahmen aufgelegt werden. Also der Regierung war es von Anfang an sehr wichtig, hier auch gemeinsam mit der Wirtschaft vorzugehen. Es gibt begleitende Maßnahmen. Der Leitzins wurde beispielsweise gesenkt durch die marokkanische Zentralbank. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Aussetzung der Sozialversicherungsbeiträge. Es gibt ein Programm, das nennt sich Daman Oxygen. Das ist ein Garantieinstrument zur Sicherung der Liquidität marokkanischer Unternehmen. Dieses Paket ist vorerst geschnürt bis 30. Juni 2020. Einzelne Maßnahmen gelten darüber hinaus schon bis Ende des Jahres. Ganz interessant zu sehen ist, dass viele Handels- und Zollmaßnahmen mit Blick auf die Krise verändert, vereinfacht, zu einem großen Teil auch digitalisiert wurden. Das ist natürlich ein Thema, von dem wir uns erhoffen, dass dieses Momentum uns hier auch nach der Krise erhalten bleibt und dass wir auf dieser Grundlage auch hier in Zukunft wettbewerbsfähig im internationalen Vergleich agieren können. Kritisch ist anzumerken, dass natürlich viele dieser Implementierungen der bestimmten Maßnahmen Zeit brauchen und Abstimmung brauchen. Aber hier ist doch auch in den letzten 2 bis 3 Wochen ja eine gewisse Normalität in der Krise erreicht worden und die Abstimmungsverfahren und Prozesse laufen eigentlich doch relativ effizient. Viele Länder setzen ja bereits Lockerungen um. Wann können wir die in Marokko erwarten? Ja, also wie gesagt, das Kabinett wird hier am 18. Mai tagen, auf Grundlage der dann vorliegenden Informationen entscheiden, wie es mit den Beschränkungen nach dem 20. Mai weitergeht. Es wird mit Sicherheit keine leichtfertigen Öffnungen geben. Es wird mit Sicherheit kein Hin und Zurück geben. Die marokkanische Regierung war hier von Anfang an sehr konsequent und sehr klar und räumt dem Kampf gegen das Coronavirus oberste Priorität ein. Ich gehe davon aus, es liegt ja auch das Ende des Ramadan, das sogenannte Zuckerfest, hier in Marokko am 24. 25. Mai an, dass es kaum sinnvoll sein wird, eine Lockerung der persönlichen Freizügigkeit zu diesem Zuckerfest zu gestatten. Denn dann hätte man natürlich ein hohes Risiko weiterer Infektionen durch die dann stattfindenden Kontakte. Von daher erwarten wir eigentlich, dass es ab Mitte Juni zu graduellen Erleichterungen der
allgemeinen Ausgangsbeschränkungen kommen wird. Strategische Sektoren der Wirtschaft werden nach und nach Einzelfahrpläne vereinbaren mit den marokkanischen Behörden mit Blick auf Hygiene und Sicherheit und unter welchen Umständen kann in welchem Sektor welche Art von Produktion und Dienstleistung wieder hochgefahren werden. Das wird in den nächsten Wochen passieren. Vorreiter war hier bereits die Automobilindustrie. Ich glaube, dass eine Öffnung der Grenzen, die Einbindung in den internationalen Personenverkehr noch eine Weile auf sich warten lassen wird, denn die marokkanische Regierung möchte natürlich einen Reimport des Virus vermeiden. Auf der anderen Seite ist auch klar, der Tourismus ist wichtig für Marokko und auch hier gilt es natürlich abzuwägen, welche Folgewirkungen eine noch längere Phase der Ausgangssperren nach sich ziehen würden. Von daher waren aber jetzt schon die Aussagen so gewesen, dass man hier auf den Herbst hofft. Ich gehe davon aus, dass wir also zwischen Mitte Juni in einem Korridor bis Ende September dann in eine Art neue Normalität übergehen werden. Verstehe. Und vielleicht noch eine ganz kurze Prognose jetzt von Ihnen persönlich zum Schluss. Was denken Sie, wann geht es wieder sozusagen mit der marokkanischen Wirtschaft wieder bergauf? Ich denke und hoffe, dass wir hier eine V-förmige Entwicklung erwarten. Die marokkanische Volkswirtschaft war ja eine sehr dynamische, ist auch eine meiner Ansicht nach in Deutschland unterschätzte Volkswirtschaft, die hier auf hohem technischen, industriellen Niveau auch in verschiedenen Bereichen, ich hatte von Automobil und Aeronautik gesprochen, auch international wettbewerbsfähig agieren kann. Wenn wir jetzt die Geduld nicht verlieren und die Grundlagen dafür legen, dass wir hier in Zukunft sicher arbeiten können, gehe ich davon aus, dass dies ab Herbst auch der Fall sein wird. Unsere Unternehmen sind natürlich mit Blick auf das zweite und dritte Quartal sehr pessimistisch, aber wir sehen so ein Stück weit Licht am Ende des Tunnels und wir glauben auch, dass in einer neuen Normalität mit dem Coronavirus in der Zukunft, wenn es beispielsweise auch darum geht, Lieferketten und internationale Wertschöpfungsketten strategisch neu zu planen und zu überdenken, ein EU-nahes Schwellenland wie Marokko mit dem Niveau an Produktion und Humanressourcen, wie wir sie hier vorweisen können, ein sehr interessanter Standort für europäische wie auch deutsche Unternehmen ist. Ihre Produktionsstandorte, ihre Produktionskapazitäten zu diversifizieren und in Nähe zu den europäischen Heimatmärkten entsprechend auch neue Investitionen zu tätigen. Von daher sind wir mittel- und langfristig auch positiv für die weitere Entwicklung Marokkos. Sagt Andreas Wenzel, er ist Geschäftsführer der Deutschen Auslandshandelskammer in Marokko. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wenzel. Ich danke Ihnen.